Hallo zu Inside Politics, Claudio Schießl. Neben mir Landeshauptmann, Stellvertreter, Magister Michael Schickhofer. Das ist sozusagen der lange Titel des Kaisers. Die Frage, die ich stelle, ist, wo sehen Sie 2020 die SPÖ? Also Sie sind jetzt in der Reformpartnerschaft. Wo sehen Sie die SPÖ 2020 und auch das Land Steiermark 2020? Also wir haben das Ziel, stimmstärkste Kraft in der Steiermark zu werden. Das bedeutet, wir wollen ganz massiv Jobs in der Steiermark schaffen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Arbeitsplatzsituation für die Menschen in ihren Bedürfnissen entscheidend ist. Die steirische Sozialdemokratie wird daran arbeiten, dass Wohnraum geschaffen wird, dass er leistbar ist und dass wir vor allem in vielen steirischen Regionen auch den öffentlichen Verkehr massiv ausbauen. Weil meine Zielsetzung ist es, dass es egal ist, ob man in der Steiermark in der Stadt oder am Land lebt, dass man die gleichen Chancen hat und dass es auch egal ist, ist man arm oder reich. Da liegt noch viel Arbeit in den nächsten 5 Jahren vor uns, aber das ist unser Ziel, damit wir dann auch 2020 die Pole Position erreichen können. Sie haben es gerade angesprochen, Sie wollen wieder Erster werden. Sie sind es ja eigentlich jetzt. Würden Sie sich wünschen, dass angenommen, es wird 2020 wieder so ähnlich sein wie jetzt, dass Sie dann Landeshauptmann werden oder sollte es jemand anderer werden? Na, selbstverständlich. Nur einmal wird es dieses Spiel nicht geben. Die Sozialdemokratie wird als stimmstärkste Kraft dann natürlich den Landeshauptmann Anspruch stellen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir dann den Landeshauptmann haben werden. Aber Sie kennen diese ganz besondere Situation durch den Wechsel von Franz Wobes ins Privatleben, war das natürlich eine schwierige Verhandlungsausgangsposition. Man wird auch sehen 2020, wie stark sind die anderen Parteien. Aber unser Ziel ist es jedenfalls, mit unserem sozialdemokratischen Programm eine Mehrheit zu bekommen und dann auch den Landeshauptmann zu stellen. Da ist jetzt natürlich auch eine Frage, die sich mir stellt, nämlich was war jetzt sozusagen, Sie sind jetzt ein Jahr Landeshauptmann, Stellvertreter, was war sozusagen der schönste Moment und was für Sie, wenn man so möchte, die bitterste Stunde? Also es hat mich jetzt irrsinnig gefreut, wie ich gesehen habe, dass nach 5 Jahren die Arbeitslosigkeit in der Steiermark wieder zurückgeht, weil da zeigt die 100 Millionen für die steirischen Regionen, dass wir anstatt vom Maastricht-Fetischismus den anzuwenden, investiert haben, war die richtige Entscheidung und die Steirerinnen und Steirer bekommen wieder einen Job. Das ist sicher einer der wichtigsten Momente und der schlimmste Moment war für mich diese Amokfahrt in Graz, die ich erlebt habe, weil 3 Tage nachdem ich im Amt war, hat es diesen Angriff auf die Stadt gegeben und das war wirklich schlimm. Wird es Ihrerseits auch mehr thematisiert, dass man das Thema Sicherheit in Zukunft auch mehr groß schreibt? Ja, halte ich für total wichtig. Ich sehe es sehr positiv, dass Doskozil und Sobotka jetzt intensiv zusammenarbeiten. Das Innenministerium und das Verteidigungsministerium muss der Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher dienen. Also da sind wir auf einem guten Weg und ich fühle mich bei Sobotka und Doskozil durchaus sicher. Könnten Sie sich, wenn Sie schon das Thema Flüchtlingskrise ansprechen, eine Verlegung österreichischer Einheiten an die EU-Außengrenze überlegen oder glauben Sie, dass es besser ist, im Spielfeld zu stehen? Es sind 500 Menschen jetzt in der EU Battle Group. Ich halte es für vernünftig, dass man gemeinsam den Grenzschutz an der Außengrenze der Europäischen Union macht. Es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass wir Grenzkontrollen zwischen Slowenien und Österreich machen. Es ist einmal die Schengen-Außengrenze und einmal die EU-Außengrenze. In dem Fall ist es einfach notwendig geworden, aus Selbstschutzgründen heraus. Aber zielführend wäre es auf jeden Fall, wenn europäische Zusammenarbeit hier ins Zentrum rückt. Abschließend noch eine Frage. Vor kurzem war ja der Fall Babel ein Thema. Es gibt ja auch in der Steiermark einige Bürgermeister, die neben ihrem Bürgermeisterjob auch eine öffentliche Dienststelle ausüben. Wie sehen Sie das Thema? Also grundsätzlich muss man neben dem politischen Job auch arbeiten können. Das kommt darauf an, wenn es eine kleine Gemeinde ist, wo der Bürgermeister schon vorher Amtsleiter war und dann Bürgermeister wird, dann ist es relativ schwierig, ihn von der Wahl auszuschließen. Grundsätzlich haben wir aber eine sehr vernünftige Regelung getroffen, nämlich dass Bürgermeister mehr verdienen, wenn sie auf ihren Job verzichten. Und das ist durchaus sinnvoll, sich voll auf dieses politische Amt zu konzentrieren. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, danke fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Danke.